Ich darf dich ganz herzlich begrüßen, diesmal eher kurzfristig und intuitiv, spontan, ein Video zum Neumond. Ich hatte bereits ein Video gemacht zum Monat Juni als Gesamtes, um hier nochmal die Monatsqualitäten hier preiszugeben, aber es ist sehr viel los. Das Zeichen Zwillinge deutet darauf hin, dass in der Kommunikation hier sich sehr viel abspielt. Jupiter im Zeichen Zwilling kann einerseits ermüdend wirken, weil es einfach zu viel wird an Oberflächlichkeiten und zudem auch an Desinformationspolitik der Medien. Was kann ich glauben und was nicht, ist wieder mal hier die große Frage. Pluto im Trigon zu Jupiter, Spitze 9. Haus, fragt uns, was von dem glaubst du tatsächlich? Und da draußen sind die Medien natürlich hier groß im Spiel und all das, was hier inszeniert wird, ist letzten Endes, das wissen wir, eine durchaus bedenkliche Show im wahrsten Sinne des Wortes. All das, was hier gezeigt wird, ist äußerst schwierig zu differenzieren, was davon wahr ist und was glaubhaft ist. Und so haben wir ja auch eine besondere Ausstattung hier zu diesem Neumond mit Neptun. Neptun im Sextil zu Pluto und ebenso im Sextil zu Jupiter und Merkur. Das bedeutet, dass wir diese Filter richtig setzen dürfen, all das, was wir wahrnehmen. Und all das, was wir auch erleben im Bereich Social Media, um es hier auch lebensnah zu halten, könnte den ähnlichen Eindruck erwecken, dass all das, was hier sich zeigt, das gesehen werden wollen, das Folgen von Leuten oder das Heischen von Likes und Klicks hier in eine Absurdität mündet, die letzten Endes sehr achtsam zu beobachten ist. In all möglichen Genres gibt es hier Inszenierungen, Menschen, die genau wissen, was sie machen müssen, damit sie viele Likes bekommen, damit sie viele Followers bekommen. Die Frage ist hier ebenso, auch wenn es vielleicht aufgeklärtes Publikum sein könnte, ob es hier vielleicht Verdachtsmomente gibt, wo diese, jene Betroffenen das auch irgendwie im Prinzip machen, der alten Matrix. Denn die alte Matrix ist ausgelegt auf Höhepunkte. Ne? All das, was ich machen muss, mich anpassen muss, um all das zu erreichen, was hier als erstrebenswert gilt. Und da liegt eine große Falle, eine Verführung. Wir heischen nach Followern und Likes. Ich bin selbst jemand, der einige Follower hier quasi nicht erheischt hatte, sondern die geschickt wurden, aus wahrscheinlich anderen Gründen. Denn die Frage ist immer auch die, wie kommt es dazu? Ich bin oft eingeladen worden von YouTube-Promotoren, um irgendwas besser zu machen, von Thumbnails, diese Bilder, die Startbilder und all das, was man machen muss, um den Algorithmus hier nach oben zu ziehen. Ich habe all dem quasi standgehalten, bin nicht darauf eingegangen, auf diese Verführungen. Denn geht es um die Likes, geht es um die Followers oder geht es hier um ganz wesentliche Parameter? Das Wesentliche ist, dass wir die richtigen Menschen anziehen. Und diese richtigen Menschen können wir nur anziehen, wenn wir authentisch und echt sind. Und davon kann ich ein Lied singen und davon dürfen alle anderen hier sich ermutigt fühlen, die sich hier mit dieser Szenerie der Social Media vielleicht nicht ganz so wohl fühlen, aufgrund dieser vielen bunten Bilder und Vorstellungen und Inszenierungen und Sensationsheischerei, sondern eher gemäßigt sind, feinfühlig sind und all das nicht so toll finden. Das heißt, die Zeit da draußen wird sich verändern. Die Zeit da draußen wird mit sich bringen, dass die Sanftmütigen hier und die vielleicht sich langweilig anfühlenden Menschen eher in Kurs kommen, weil es vielleicht dort etwas zu finden gibt, was viel wesentlicher ist, was viel tiefgründiger ist. Und so ist es wichtig, all jene zu ermutigen, sich für ihre Sichtbarkeit hier nicht irgendwie zu verkaufen für Likes und Follower, sondern einfach authentisch das sagen, was sie denken, jenseits dessen, ob das nun irgendwie angemessen zu sein scheint in dieser Gesellschaft, die ja, wie gesagt, nach dem Durchschnittsprinzip nivelliert wird und dahingehend mit Medien äußerst straff hier, ne?
desinformiert und indoktriniert werden. Das heißt, die Zeit ist reif, dass Menschen, die hier fühlen, dass das, was zu sagen ist, ja, irgendwie raus möchte, möchte ich motivieren, dass die Zeit der Social Media hier sich mit großer Wahrscheinlichkeit grundlegend ändern wird. Es wird sich ändern. Diese Unerträglichkeit und Oberflächlichkeit zeigt nun hier bei diesem Neumond mit Jupiter im Zeichen Zwillinge und auch Venus hier in Konjunktion zum Neumond eine ganz klare Signatur. Es ist so auffällig, dass all das einfach nicht mehr in dieser Form erstrebenswert ist. Was macht Sinn? Was macht Sinn in Sachen unserer Kommunikation? Sinn macht all das, wo wir unsere Macht zurückholen, wieder zu dem finden, dass wir das sagen, was wir wirklich, wirklich glauben, nicht aus dem herausgeboren, was wir beobachten da draußen in den Medien, in den sozialen Medien und anderen Leuten hinterher klicken und das übernehmen, was die sagen, sondern tief hineinfühlen, was wir fühlen und dahingehend sich ausdrücken möchte, was durch uns in die Welt möchte, ist vielmehr hier gefragt als diese oberflächlichen Glaubensgeschichten. Und wenn wir wirklich fühlend wahrnehmen, werden wir auch identifizieren, all das, was da draußen einfach zum Himmel stinkt, im wahrsten Sinn des Wortes. So ist auch hier quasi Uranus im Trigon mit Lilith. Und das ist einfach hier eine ganz klare Sache. Es stinkt hier gewaltig zum Himmel, was hier passiert. Und das ist das, was sich nun ändern darf. Das, was sich hier ändern darf, ist, dass unser Erwachen damit zu tun hat, dass wir diese Show verlassen, diese Oberflächlichkeiten verlassen und uns wieder auf das besinnen, was wesentlich ist. Und das ist hier eine wunderbare Gelegenheit, denn es gibt da draußen sehr viele Schauplätze, sehr viele Ereignisse, die mit den richtigen Fragen aufgelöst werden könnten, enttarnt werden könnten. In den letzten Videos habe ich bereits eine wesentliche Frage hier gestellt. Vor 2 Jahren gab es noch dieses C. Wo ist es geblieben? Seit der Ukraine. Putin hat offensichtlich dazu beigetragen, dass das C-Thema medial ausstirbt, weil eine andere Szenerie in die Auslage gebracht wurde. Wie aber ist zu legitimieren all die Maßnahmen, die davor getroffen wurden? Jetzt geht es darum, dass wir hinschauen auf all das, was als Muster damals zu sehen war. Und das Muster ist nicht zu Ende, das zieht sich weiter fort. Und das ist der große Aufwachungskontext, der sich in diesen Tagen nun zeigt. Das heißt, diese Ballung im Zeichen Zwillinge und im 9. Haus möchte uns aufbrechen lassen, unserem Mind, unsere Perspektiven mehr Raum zu schenken und all das zu verlassen, wodurch wir indoktriniert wurden. Und ganz wesentlich ist, dass das nicht nur eine Erscheinung ist in diesen Zeiten, sondern bereits in früheren Jahren stattgefunden hat. Es steckt tief in unseren Wurzeln. Dazu gibt es auch mein neues Buch, Neues Wachstum für eine neue Zeit, ein autonomes, selbstbestimmtes und freies Leben ist hier angesagt. Und wir haben hier zu diesem Neumond auch den Mars im Zeichen Widder, den Mondknoten, den Priapus und Chiron. Und das möchte uns stimulieren, zu erwachen, pionierhaft, autonom und autark uns auszurichten in diesem Leben und uns nicht abhängig machen von diesen Systemen da draußen. Denn das Spiel geht weiter und bis der Aufwachprozess wirklich kollektiv eine Breite erreicht hat, wo wir im Frieden gemeinsam hier etwas völlig Neues leben, mag noch eine Zeit dauern. Und es könnte hier wichtig sein, dass jeder von uns sich bei der Nase nimmt und seinen Beitrag leistet, hier dazu beizutragen, mitzuwirken, indem ich im Prinzip von Zwilling neutral mich artikuliere, beobachtbar dessen, was ich da draußen in der Welt wahrnehme und die richtigen Fragen stelle. Jemand, der richtige Fragen stellt, kann auch besser die Welt anderer wahrnehmen, um dahingehend diesen Tanz zu meistern,
inwiefern wir uns annähern auf etwas Gemeinsames, auf eine Brücke uns begeben in eine neue Zeit. Denn da draußen, all das, was passiert, ist gelenkt, manipuliert und Menschen sind Opfer dieser Manipulation. Aber immer mehr wachen auf. Und immer mehr dürfen hier achtsam und sorgsam mit den richtigen Fragen inspiriert, angeregt werden, um nachzudenken. Und genau dazu könnte Social Media eine gute Plattform sein, nämlich um das Beabsichtigte sozusagen von diesen Architekten nun umzukehren in eine Richtung, wo es nicht darum geht, um jeden Preis gesehen zu werden, sondern einfach die richtigen Fragen zu adressieren, um es zu teilen, um andere Menschen anzuregen, um hier genauer hinzuschauen auf das, was es nun zu sehen gibt, um die Perspektive hier zu erweitern. In diesem Sinn, ich mache jetzt in Zukunft immer auch zu den Zeitqualitäten geführte innere Reisen. Du findest unten hier die Verlinkung zu dieser neuen Seite, innere Reisen zur Zeitqualität und darüber hinaus. Zeitqualitäten ist der eine Aspekt, den ich hier in den Vordergrund bringe, aber auch die inneren Reisen haben nicht nur diese Relevanz zur Zeitqualität, sie sind tiefer gehend, sie gelten weit darüber hinaus und habe hier all diese Werke mal einen Auszug davon zusammengestellt und freue mich, wenn ich dich damit inspirieren kann. Ebenso gibt es hier das Buch Neues Wachstum, unten auch die Verlinkung für die weiterführenden Programme und Ereignisse, wo du live online mit an Bord kommen kannst. Mehr dazu eben in diesen weiterführenden Seiten. Ich freue mich mit diesem Beitrag, diesem Kurzbeitrag, dich vielleicht kurz inspiriert zu haben. Ich freue mich, wenn wir uns sehen. Bis zum nächsten Mal. Ich danke dir. Welcome home into the warm.